So that's another story, but we will come to that maybe once we are in Nuremberg, in Franconia. What else? I was brought up abroad, so my bilingual background is French, and later English was added, and I studied law and history, and we had a monarchy here in until 1918, and the Duke of Bavaria made this law that in beer there should be only gebaut wurde, ist die Sporthalle da drüben. And the last thing that has been built is the gym on the other side. Nebenbei noch gesagt, für mich als Kinder for the babies from daycare. Yeah. And zeig's dir noch, der mittlere vom Stein her. Ja, jetzt hast du es auch erwischt. So, jetzt. Was hast du da einfach nicht gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Okay, passt schon. Jawohl, perfekt. Und dann muss ich die beiden Mittelsteine wieder zusammenrechnen und den Zielstein raus. Du hast es schon mal gemacht. Jetzt sollst du das aber ganz genau mal untersuchen. Was untersuchen wir denn da genau? Richard? Nee, ich will gar nicht hören, was du rechnest. Da oben sollst du nachlesen, was wir genau untersuchen. Melinda? Nein, die Überschrift, schau mal, ganz dick ist sie gedruckt. Also, es geht heute um den rechten Grundstein. Welcher war nun mal der rechte Grundstein? Damian, zeigst du uns nochmal. Ist egal, bei welcher Zahl Mauer. Was ist der rechte Grundstein? Ja, da unten rechts ist er natürlich. Das ist unser rechter Grundstein. Und der verändert sich. Und du sollst mal genau untersuchen, was passiert, wenn wir den verändern. Das musst du dann da unten so reinschreiben. Tim Westermeier, der steht deswegen. Also, hier unten sollst du das erklären. Wie du das erklärst, dazu hilft dir dein Wortspeicher. Wir haben letztes Mal diese ganzen Begriffe da gehabt und du hast auch genau geschaut, welche für dich wichtig sind. Alexander, jetzt. Und damit sollst du erklären, was denn genau passiert. Schau dir genau den Zielstein an und was sich verändert. Wer kann das nochmal wiederholen, was du jetzt tun sollst? Um 1 größere. Lukas, kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Wann können wir reinschreiben?
Gabriel, die Erklärung kommt gleich. So, Janis, kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Also, der rechte Grundstein wird um 1 höher, das ist ja schon gegeben. Und den rechnest du mit dem mittleren Grundstein zusammen. Deswegen wird welcher Stein größer? Auch um 1? Ja, vier Stein. Nee, erstmal wird dieser Stein. Wie heißt der nochmal, Alexandros? Der Stein? Mittelstein. Genau, der rechte Mittelstein wird dadurch auch um 1 größer. So, und den rechten Mittelstein, den rechne ich wieder mit dem linken Mittelstein zusammen. Und was ergibt es dann? Wo muss ich das Ergebnis davon hinschreiben? Gabriel? Ja, und deswegen wird der natürlich auch um 1 größer. Das ist das, was passiert. Mika? Yes. Ich glaube, einigen ist es relativ schwer gefallen, mit den Begriffen das zu beschreiben. Ja. Aber es ist wichtig, dass du die Begriffe verwendest, weil wenn du nur schreibst, es wird um 1 größer, dann weiß ich ja nicht, was um 1 größer wird, ob dein Fuß um 1 größer wird oder ob die Mauer um 1 größer wird. Do you have any questions? Yes. Yeah, of course. Go on. Janis, hast du eine Frage? Ja. Was denn? Wie ist das in der afrikanischen Schule? Wir sind nicht in Afrika, wir sind nicht aus Afrika, sondern aus Amerika. Aus den USA. USA. So, you have Hello. Ich heiße Herr Happy. Ich komme aus der Stadt Stevens Point, Bundesstaat Wisconsin. Okay. Die Welt, die Welt. Can you put the world on the board? Can you show me? Sure. Dan's making requests. Stevens Point. Yeah, I get it. Ich komme aus Stevens Point, Bundesstaat Bayern, Wisconsin. Also, die kommen aus dem Bundesstaat Wisconsin aus Amerika. Was für, bei uns in Deutschland ist es Bayern. Ist ein Bundesland und in Amerika gibt es Bundesstaaten und Wisconsin ist einer. Schreiber? Ah. Aus Stevens Point. Ja. Upsala, thank you. Is it Schreiber? No. Leichter. Leichter.
hier. Da ist der Haus. Ja. Ja. Oh, Wisconsin. München. Ein Moment. Wisconsin ist ungefähr da. Also hier sind wir. Ja, also.